So, meine Damen und Herren, hier ist der Master of Shisha Husni für euch. Diesmal zeige ich euch, wie man aus einer Pringdose eine Shisha zaubert. So, Leute, was ihr machen müsst, ist als allererstes, ihr macht's auf, ihr entleert das. Chips, wenn ihr wollt, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr ein Stück oder ein bisschen probieren. Also ich esse nachher auf jeden Fall alle auf, weil ich teile das mit meiner Kollegen. So, ihr Lieben, den Kopf könnt ihr euch hier aussuchen. Ihr könnt zum Beispiel aus einem Orangenkopf den Fruchtkopf draus basteln. Für die Pringeldose oder aus einem Ananas oder aus einem Apfelkopf. Ihr könnt euch aussuchen, ist euer Wahl. Ich mache diesmal auf einen Orangenkopf mit der Pringeldose. Das war's, mehr kommt da nicht. Als allererstes nehmt ihr Wasser. Stilles Wasser. Ich habe Wasser an. Normales Leitungswasser. Dann tippe ich das hier rein. Über die Hälfte auf jeden Fall. Ne? Also nicht. Oh, also. Warte, 60, 70%. So, ich habe jetzt 80%. So, ihr Lieben, Wasser ist bis hier oben. Ungefähr 80% in der Pringeldose. Also bis hier oben ist auf jeden Fall Wasser. So viel muss hochkommen. Also so viel Wasser muss hochkommen. Jetzt die Orange und macht daraus den Fruchtkopf. Ja. Apfel-Fruchtkopf-Tutorial habt ihr bei mir auf dem YouTube-Channel gesehen. Jetzt zeige ich euch das, wie es am schnellsten geht. Ihr schneidet auf jeden Fall nicht direkt zur Hälfte, sondern über die Hälfte. Nur, dass der Kaminaufsatz wirklich auch reinpassen tut. Ne? Dann geht ihr hier einmal nach unten und schneidet einfach ganz, ganz wenig. Ein bisschen die Schale rein, damit das dann auch halten tut. Dann kommt das dann hier drauf. Ne? So, das ist quasi der Kopf. Das muss dann halt geschnitten werden, gemacht werden. Ist nicht fertig. So, jetzt nehmt ihr ein Messer. Jetzt geht ihr hier ganz easy rein. Also nicht komplett rein, sondern ihr schneidet das in eine kleine Sonne ein bisschen weg. Jetzt nicht komplett durchgehen, nur drumherum. So. So soll es aussehen, nicht anders. Nur so. Jetzt nehmt ihr ein Schraubentier. Ja, je nachdem, halt. Ihr könnt es auch mit was anderes versuchen. Das ist meine Lieblingsvariante mit dem Schraubentier. Dann drückt ihr das einfach hier einmal rein. So, weil hier kommt dann der Strohhalm. Ja. Jetzt bisschen dann, je nachdem, was für einen Strohhalm ihr habt. Ich mach ein bisschen hier rund. Perfekt. So, jetzt nehme ich den Strohhalm, dann kommt das hier rein. Ne, ganz easy. So. Am besten so, da ist der Strohhalm, das reicht auch aus. Ihr könnt es mit einem Tesaband hier verbunden, mit einem doppelseitigen Kleber könnt ihr auch zumachen. Hält auch. Ja, das ist dann viel zu groß. Ich muss das dann hier gleich kurz schneiden. Ich mache das jetzt. Bisschen mehr als die Hälfte braucht ihr für diese Aktion. Sonst funktioniert es nicht. Ne? So, je nachdem, was ihr für einen Strohhalm habt. Wenn ihr so einen großen Strohhalm habt und wenn ihr so einen Pringeldose habt, dann könnt ihr es auch natürlich anders machen. Ne? So. Passt perfekt. Jetzt nehmt ihr Zahnstocher und tut das dann hier drin erstmal. So, jetzt habt ihr ein paar Zahnstocher, dann kommen die hier rein. Perfekt. 4 Stück senkrecht und 4 Stück waagerecht. Nicht nebeneinander, sonst fällt der Tabak runter durch und der Durchzug ist dann schwer. So, dann kommt hier Tabak rein. Ich nehme natürlich wieder Love 66 mit Lemon Chill. Ich habe jetzt hier Love 66 da. Ne? So, Leute, nicht vergessen, locker und flockig den Tabak hier drunter machen. Locker und flockig. Nicht zu fest, nicht zu hart, sondern locker und flockig. Wenn ihr zu doll, wenn ihr reindrückt, dann ist der Durchzug schwer und kommt nichts rauf, dann kratzt es. Ne? Wenn ihr es locker und flockig macht, dann ist es einfach genial. Das Aussehen, nicht zu viel, nicht zu wenig Tabak. Ja, und am besten eine große Orange, damit der Kaminaufsatz auch wirklich oben drauf passen tut. Ne? Wenn ihr zu kleine Orange nimmt und den Kopf macht, dann meistens funktioniert es nicht. Aber auf diese Art und Weise schon. Weiter geht's. Jetzt nehmt ihr den Kaminaufsatz. Ich habe jetzt den Kaminaufsatz von Brohut. Ich bin Brohut-Fan, also vom Kaminaufsatz jetzt her. Jetzt nehmt ihr den Kaminaufsatz. Das ist der orange Kopf, wo der Tabak schon drin ist. Habe ich euch gerade eben gezeigt. Das nehmt ihr denn, dann tut ihr das hier einfach drauf und drückt dann ganz leicht da rein, am besten mit Gefühl und ganz leicht.
nicht zu fest, nicht dass es komplett reingeht und dann ganz gleich. So ist pervers. Genauso und nicht anders. So. So, jetzt haben wir schon mal den Aufsatz auf den Orangenkopf. Als nächstes nehmt ihr dann halt den Strohhalm. Ja, dann tut ihr das hier rein, nicht komplett rein, sonst fällt der Tabak durch, dann ganz gleich. So, dann kommt das hier runter. So. Schubs hier. Wenn ihr merkt zum Beispiel, dass hier irgendwo Luft rauskommt, dann nehmt ihr einfach einen doppelseitigen Kleber oder einen Tesaband und dann könnt ihr einfach hier drum herum gehen, dann kommt irgendwo Luft raus. Dann ist es auch einwandfrei gemacht. So. Dann nehmt ihr einen Schraubenzieher. Am besten, ich nehme schon mal den Strohhalm und den Orangenkopf raus. Für den Strohhalm, damit er reingeht, damit ihr einen Schlauch wo ihr rauchen könnt. Ihr könnt es mit einem Schlauch machen, ihr könnt es auch mit einem langen, quasi mit einem doppelten Strohhalm. So, ja, Wasser ist ja bis hier, das haben wir ja gesagt. So, am besten hier oben so ein Loch reinmachen, wo der Strohhalm reinpasst, reingeht. Jetzt ist der Strohhalm drinnen. Dafür geht's, nehmt ihr den kleinen Strohhalm hier rein, was ich euch gezeigt habe gerade hier. So. Jetzt könnt ihr sehen, ob es blubbert oder nicht blubbert. Einfach perfekt. So, jetzt ist der große Test angesagt. Mal gucken, ob es geht. Es funktioniert. Wer hätte es gedacht, dass aus einer Pringeldose eine Shisha funktioniert? Bisschen Pringeldose-Geschmack habe ich ein bisschen an der Zunge, aber kennt mir, aber schmeckt richtig geil. Ja, ansonsten Leute, mal gucken, was mein Kollege dazu sagt. Er hat meine Pringeldose vergewaltigt, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Jetzt, Hammer Shisha, Hammer. Warum hab ich gerade Wasser mit gehabt? Weil der Strohhalm zu drin ist. Du musst ein bisschen rausnehmen. Okay. Jetzt ziehst du ganz normal. Perfekt. So ihr Lieben, das war das Tutorial aus einer Pringeldose. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert meinen YouTube-Channel. Einen guten Rauch auf euch. Peace, Leute.